Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Ja, ich habe verschiedene neue Beautyboxen oder neue Abo-Boxen, die ich abonniert habe, um sie hier euch vorzustellen. Und da ist jetzt unter anderem die Foodist Pamela Reif oder Pamela Reif und Foodist Box auch mit dabei. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir hier reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Das ist eine Box, die 29,90 Euro pro Box kostet, alle zwei Monate erscheint. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich die Juli-August oder die Juni-Juli-Variante habe. Ich gucke mal, ob ich da irgendwo ein Heftchen mit bei habe, wo das irgendwie drin steht. Ich weiß auch nicht, ob diese Box auch länger bei mir sein wird, also dass ich quasi das Abo auch weiterlaufen lasse. Da wollte ich mir erstmal die ein oder andere Box anschauen, ne? Weil Pamela Reif ist jetzt nicht so die Influencerin, der ich persönlich jetzt auch so mega folge, weil ich bin jetzt auch nicht so ein Fitnessguru oder so. Null. Ich habe das ein oder andere Workout mal versucht von ihr zu machen und ich muss gestehen, ich habe volle Elle das nicht hingekriegt. Wow, ja. Foodist hat ja auch diese Kooperationsbox mit Sarah Harrison. Die finde ich einfach, weil ich Sarah Harrison so toll finde, schon mal recht gut. Habt ihr wahrscheinlich auch schon auf diesem Kanal gesehen. Da wollte ich mir jetzt noch ein, zwei Boxen mehr anschauen, ne? Und hier bei der Pam-Box ist es so, dass ich wirklich nur auf die Produkte gucken werde. Weil Pamela Reif, wie gesagt, habe ich nicht so den größten Bezug zu. Ich finde es wichtig, dass ich das jetzt so am Anfang auch mit erwähne, dass ihr auch Bescheid wisst, mit welchem Hintergedanken, Hintergrund ich überhaupt so daran gehe, ne? Ich hatte jetzt nur letztens gesehen, dass es halt diese Boxen bei Foodist gibt. Ich hatte Hunger tatsächlich und habe sie mir bestellt. So, wir schauen einfach mal, was bei Foodist so online steht zu dieser Box. Genau, ich habe eben Pamela Reif gegoogelt und ich muss wirklich sagen, die Frau hat es echt, die hat es echt drauf. Das ist so krass. Lasst ihr alle zwei Monate die zu 100% veganen Foodlieblinge der Fitness-Influencerin Pamela Reif direkt zu dir nach Hause liefern. Perfekt für deinen fitten Lifestyle. 6 bis 8 Produkte. Jede Box enthält von Pam ausgewählte Koch- und Snackprodukte sowie ein nachhaltiges Non-Food-Produkt. Ob High Protein, Superfoods oder ohne raffinierten Zucker. Jedes Produkt ist zu 100% vegan und hat Pam überzeugt. Außerdem liegt jeder Box ein Booklet von Pam bei. Und in einigen Monaten gibt es eine Special Edition Box in besonderen Farben. Jo. Gucken wir uns auf jeden Fall mal an. Jetzt gerade gibt es auch irgendwie so eine Prämie mit einer zusätzlichen Box, die man sich kaufen kann. Schaut in der Infobox vorbei, da habe ich euch auch mal so mein Freunde werben Freunde Link reingepackt, sofern es sowas gibt. Ich bin jetzt heute, hier ist so ein Drehtag für mich, ne, dabei auch so ein bisschen meinen Hintergrund zu optimieren und im Schnitt gucke ich mir dann an, was mir am besten gefällt. Habe jetzt gerade auch diese zwei Lampen hier aufgestellt, hinter den ganzen Kommoden und Regalen verkabelt. Ich glaube, das ist cooler, ne? Ich glaube, das lässt mich auch von hinten so ein bisschen heller sehen. Ich muss aber sagen, dass es mir ein bisschen zu unruhig mittlerweile da aussieht. Ich weiß es noch nicht. Ich muss noch ein bisschen ausprobieren. Ihr könnt mir das ja gerne in die Kommentare reinschreiben. Ich versuche die Videos, die ich jetzt heute drehe, auch wirklich genau so nacheinander hochzuladen, dass ihr dann von Tag zu Tag auch immer so kleine Veränderungen seht. Da könnt ihr dann auch gerne mal reinschreiben, was euch gerade so gut gefällt oder was ihr vielleicht anders haben wollen würdet, was ich ändern kann. Also es wäre halt schön, wenn ihr nicht schreiben würdet, mir gefällt deine Visage nicht, du brauchst eine neue. Das wäre ein bisschen blöd. Ja, egal. Auf jeden Fall habe ich einen kleinen Lattenschuss, ne? Mache ich mal die Pam-Box auf. Die ist schon mal recht groß, das gefällt mir. Also, ne, ich mache ja auch relativ viele Beauty-Boxen hier auf und das ist hier echt ein Klopper. Aber gut, wenn wir hier so Food-Produkte drin haben, dann muss das ja auch. Gleichzeitig habe ich hier auch noch die Degusta-Box stehen, die wird jetzt auch demnächst online kommen. Die ist natürlich größer. Und ich bin halt auch gespannt, ob diese Boxen, die dann ja von Pamela Reif und von Sarah Harrison sind, da sind ja auch Food-Produkte drin enthalten, ne, ob die dann mit der Degusta-Box mithalten können. Ich bin mal gespannt, aber ich glaube, dass hier halt auch der Unterschied ist mit dieser persönlichen Note von den Influencern und dass wir halt hier auch so Koch- und Backprodukte so irgendwie auch mit drin haben. Ja, Deckel. Also, Entschuldigung, eine schöne Box, die wir halt auch schön wiederverwenden können. Hier steht jetzt auf diesem Klebi drauf, only for you, nur für dich. Na, ich glaub's ja wohl nicht. Also, ich werde das schon mit meinem Freund teilen, ne? Und mit meinem Baby im Bauch auch. ja. So. Oh. Okay. Ich fange jetzt zuallererst
Nehme ich das O-Produkt oder nehme ich das Grinse-Produkt? Nein, wir fangen jetzt erstmal an mit der mit dem Heftchen, wo drin steht, was drin ist. Pamela Reif und Foodist, hier haben wir die Lady abgebildet. Keine Frage, eine wunderschöne Frau, ne? Also die hat es halt wirklich drauf. Ich musste ein bisschen schmunzeln, als ich gesehen habe, wie klein die ist. Also für mich halt, ich bin 1,73, ne? Und die ist, glaube ich, irgendwie 1,65 oder so. Voll witzig. Und hier ist halt auch wirklich etwas drin, das habe ich bei der Sarah Harrison Box vermisst, dass sie hier so ein kleines Editorial geschrieben hat. Dear Foodist, hallo Sommer, meine liebste Zeit des Jahres. An den Pam-Boxen merke ich, wie schnell das Jahr vergeht. Alle 2 Monate versuche ich, das Thema für meinen Intro-Text zu finden und orientiere mich stets an den Jahreszeiten. Wer hat's gemerkt? Ich freue mich unglaublich auf die Sonnenstrahlen. Gute Laune, fröhliche Gesichter auf der Straße, einen sonnengeküssten Teint und mehr Aktivitäten im Freien. Ich mag es in meiner Story ja noch nicht sagen, aber mein Ibiza-Haus könnte klappen. Okay, ich folge ihr leider nicht, tut mir leid. Wenn ich dran denke, könnte ich glatt heulen. Aber egal, ob in Deutschland oder Ibiza, die Produkte dieser Box kommen hoffentlich sehr gelegen. Diesen Monat habe ich einen größeren Fokus auf Snacks zum Mitnehmen oder zum Sofortessen gelegt. Okay, das kommt mir persönlich jetzt gerade echt entgegen, weil ich Hunger habe, ne? Ideal für ein Picknick im Park, für die Handtasche oder als Vespa bei der Arbeit, die alle Kollegen neidisch machen werden. Ja, das ist so ein Ding, ne? Wenn man selbstständig ist, ist man dann doch relativ allein. Welche Kollegen soll ich neidisch machen? Ich könnte mit Sarah Isabel vielleicht so ein bisschen FaceTime machen oder so. Oder den Mädels aus der Gruppentherapie. Trashisaurus-Mädels, ne? Wir haben eine WhatsApp-Gruppe, die ist ziemlich funny. Bilder davon schicken. Das sind ja meine Kollegen, ne? Aber mal gucken, ja. Dann hat sie hier tatsächlich die Produkte aufgeführt. Gut, Beauty Add-on, ein hochwertiges Aloe Vera Gesichtsgel. Okay, das wollen wir jetzt. Da sind Spoiler drin. Okay, viel Freude mit allem. Markiert Foodist Official und mich am besten. Pam Goes Nuts. Gerne in euren Stories. Ich freue mich auf eure Nachrichten. Herzchen, deine Pamela. Also süß geschrieben auf jeden Fall. Also wirklich sympathisch geschrieben. Ich weiß nicht. Das Ding ist halt, also ich weiß nicht, warum ich so eine Distanz zu ihr habe, weil wahrscheinlich ich nicht so fit bin und deswegen die Frau mir halt Angst macht. Aber gut, hier sind die einzelnen Produkte aufgeführt und da hat sie echt viel zugeschrieben. Also das muss man wirklich sagen, schön gemacht. Hier ist ein hammermäßiges Foto von ihr. Alter, die Frau hat einen Körper, das ist gestählert, ne? Das ist der Wahnsinn. Richtig cool. Rezept, Cashewbutter, Fudge Bites. Okay, hat sie auch Rezepte mit beigemacht. Genau. Ne, habe ich hier so ein Rezept von sowas mit drin. Das finde ich halt auch nice, ne? Finde ich total klasse. Wenn du halt Boxen hast, wo du Food-Produkte drin hast, dass da auch ein Rezept mit aufgeführt ist, finde ich großartig. Das habe ich ja bei der Degusta-Box immer mal wieder, dass da auch so Rezepte mit bei sind. Das haben wir bei der Trend Raider-Box, ne? Und ja. Okay, dann schauen wir hier mal rein und ich glaube, das erste Produkt, was ich hier rausnehme, ist das Schmunzelprodukt für mich, oder? Komm, ihr müsst auch mal was zum Lachen haben hier. Denn diese Chips, Tortilla-Chips, Kale, Spinach, Green Goodness, hören sich total lecker für mich an. Aber die Marke, Leute, Mr. Fried oder auch Mr. Fried. Ja, das Ding ist, ich nenne meine Pickel leider immer Mr. Fried. Mr. Fried ist hier, das hier ist seine Familie, ne? Und das ist die Mr. Fried Ausflugsfamilie. Deswegen finde ich das ziemlich witzig, vor allem weil es grün ist. Ja, aber das ist halt so mein Humor, ne? Mein Humor muss nicht jeder teilen. Ich feiere das gerade ziemlich sehr und als ich gerade so drauf gestielt hatte und dann die Marke gesehen habe, musste ich echt also, ja, mich zusammenreißen tatsächlich. Ja, vegan ist natürlich auch ganz nett, friendly, tasty und da wird mit dem EE halt super gespielt, ne? Läuft, ich kann ja mal so ein Spinatchip probieren. Spinat-Tortilla. Es riecht auf jeden Fall ganz lecker hier raus. Ich mag halt gerne auch Tortillas, ne? Spinat finde ich persönlich übrigens auch super lecker. Ich esse am liebsten Spinat mit Spiegelei. Gerne auch ein bisschen so Fischstäbchen oder sowas dabei. Kartoffelbrei, ne? Und jetzt kommen wir zu dem verrückten, derbe Apfelmus drauf. Hat nichts mit Schwangersein zu tun. Hat was mit So bin ich aufgewachsen zu tun. Es gab zu allem Apfelmus. Ich liebe Apfelmus. Apfelmus und ich sind die besten Freunde. Deswegen könnte ich zu diesem Chip sicherlich als Dip Apfelmus nehmen. Mhm. Oh, lecker. Boah. Mhm. Und dann
Habe ich nicht mit gerechnet. Und die sind nämlich sehr, sehr dünn. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Die sind nicht so dick wie die klassischen Tortillas, die man so hat. Ich habe jetzt gestern Abend, Fun Fact, mir eine Tüte Käsetortillas aufgemacht. Die waren ungefähr doppelt so dick. Das ist so lecker. Super salzig, ne? Also ich könnte da wirklich richtig gut Apfelmus als Dip zu nehmen. Das ist kein Scherz jetzt. Finde ich super lecker. Boah. Dann sage ich euch. Die Mr. Fred. Ich weiß nicht, die gibt es bestimmt bei Foodies zu kaufen. Ansonsten irgendwie im Supermarkt oder so. Gönnt euch die hart. So. Wow, jetzt kommen wir zu dem Woo-Produkt, was ich gesehen habe. Nicht nur, weil ich dabei tatsächlich seit einer Story an Maxim denken muss. Wobei, das ist jetzt mit Cashew und nicht mit Erdnuss. Oder war das ein Food-Haul, den er hochgeladen hatte? Da hatte der nämlich gesagt, dass er super gerne diese Erdnussbutter-Sachen mag. Und das hier ist eine Cashew-Butter. Oh mein Gott. Kein zugesetzter Zucker. Veganes Protein, 100% recycelbar, 300 Gramm. Ich finde es einfach super witzig, dass in so einer Box von einer Dame, die ja doch sehr gesund immer rüberkommt überall, ne, so viele Süßigkeiten drin enthalten sind. Man darf halt nicht vergessen, es ist jetzt nicht so, du isst das und bekommst dann halt mega Muskeln und sowas, ne? Also man soll sich das halt wirklich einteilen und mal so ein bisschen gönnen. Das ist halt wichtig. Also wenn du wirklich an Fitness denkst und so. Ja, ich hau aktuell rein. Ich esse alles, was mir unter die Finger kommt. Aber ich muss auch sagen, dass ich in der Anfangsphase meiner Schwangerschaft so dermaßen abgenommen habe, dass man sich Sorgen machen musste und ich jetzt einfach reinhauen muss. Und dementsprechend ist es auch alles gut so. Aber, ja, so eine Cashewbutter, ne? Die kann so unterm Gaumen ziemlich kleben. Das habe ich manchmal mit Erdnussbutter. Cashewbutter habe ich so noch nicht ausprobiert. Bin ich echt gespannt drauf. Aber alles halt immer in Maßen, ne? Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Geschichte, die man halt so sich überlegen muss, ne? Und gerade wenn man halt überlegt, alle 2 Monate kommt diese Box raus. Das heißt, wenn du innerhalb von 2 Monaten diese Produkte isst, dann ist gut. Wenn du die aber innerhalb von kürzester Zeit isst, ist wahrscheinlich ein bisschen zu krass, ne? Ja, lasse ich jetzt erstmal zu, werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren, ne? Sieht auf jeden Fall sehr ansprechend aus. Ein Getränk habe ich hier drin. Holy Golden Oat Drink. Ein Hafergetränk ist das quasi. Organic, vegan, 330 Milliliter. Are you ready for gold? Bester Bio-Hafer ist die Basis für unseren Golden Oat Drink. Er macht ihn besonders lecker und verleiht ihm eine leichte Süße. Hinzu mixen wir Kurkuma, Ingwer, Zimt und Pfeffer für den gewissen Spice und für ein gutes Gefühl. Okay, das hört sich für mich nach goldener Milch an. Ne? Die habe ich, kann ich euch jetzt ja ganz offen und ehrlich sagen, damals viel getrunken, als ich halt schwanger werden wollte. Und sowas kann halt den Körper so ein bisschen, ich glaube, entgiften oder so, ne? Dass man halt einfach gesünder ist. Und das hier ist eigentlich eine goldene Milch. Schon, ne? Wenn ich jetzt Kurkuma, da war das noch, Ingwer, Zimt, Pfeffer, und das kannst du dir halt super mit einem Bio-Haferdrink anmischen. Komm, Leute, ne? Mache ich mir so ein kleines Flashback, aber das Ding ist halt einfach, dass es grundsätzlich immer gesund ist. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt gerade viel Zimt zu mir nehmen darf. Ich weiß es echt nicht. Wenn ich das jetzt nicht trinken dürfte, würde es draufstehen, oder? Dann wird das stehen jetzt hier, Achtung, Achtung. Muss jetzt aufpassen, dass du das nicht trinkst, wenn du schwanger wirst. Ach komm, wir probieren es einfach mal. So. Es riecht 1A nach goldener Milch. Und ich sag mal Prost. Aber das schmeckt deutlich süßer, tatsächlich. Also es schmeckt viel, viel besser als das, was ich mir reingekloppt habe. Das kann ich so trinken, ohne dass ich mir die Nase zuhalten muss. Denn meine goldene Milch war mit Nase zu und rein damit. Das mag ich. Das schmeckt schon ein bisschen gesünder, ne, schon. Aber es hat auch irgendwie eine Süße mit dabei, wie hier auch tatsächlich draufsteht. Mag ich gerne. Hier habe ich was drin, den habe ich eben tatsächlich schon mir gegönnt. Denn genau den gleichen Keks hatten wir in der Sarah Harrison Box drin. Ich habe den schon aufgegessen. Und das ist dieser Salted Caramel Cookie von Foodies. Der ist wirklich lecker, aber schon sehr, sehr trocken. Also da muss man ein bisschen aufpassen. Ich habe ja da mir eine Capri-Sonne zugetrunken oder dieses, was ist das denn? Hier, Bubble Capri Sun Bubbles, ne? Die ist auch noch ein bisschen gefüllt. Dementsprechend, ja, ne? Also lecker, auf jeden Fall. Werde ich mir wahrscheinlich hier oben auch hinlegen.
weil hier brauche ich manchmal, ich habe hier auch zwar Datteln, aber ich brauche ja auch irgendwas, was mich, was den Teaser in mir zügelt, tatsächlich, wenn ich mal so eine Heißhungerattacke kriege. Ne? Okay, dann habe ich hier was drin, das könnte auf jeden Fall was für meinen Freund sein, oh, ich weiß nicht, Migibi, Tortilla Crackers. Organic, glutenfrei und vegan. Chia und Salz sind hier mit drauf. Ich dachte nämlich erst, das wäre so ein Roggengedönsen. Das wäre halt mega was für meinen Freund gewesen, weil er das sehr, sehr feiert. Ich glaube, dass das hier vielleicht ein Tick zu gesund ist. Werde ich ihn mal fragen, ob er da Bock drauf hat. Ne? Ich habe jetzt ja meine Tortilla-Chips offen. Sieht auf jeden Fall sehr lecker aus, sehr gesund. Sowas würde ich persönlich zum Beispiel essen in Kombination mit Frischkäse oder einem schönen Kräuterquark, dass du es da rein dippst, ne? Oder du holst dir halt wirklich so einen schönen, geilen, verrückten Dip. Das kann man auch machen, so einen scharfen, ne? Kennt man ja auch von Chio, Kio, Chio, wie auch immer. Bist halt nicht ganz so gesund und fancy-pansy dabei, aber schmeckt halt auch ziemlich geil. Dann haben wir hier was drin enthalten, das ist von Pouli, schwarze Bio-Olivenpaste aus Griechenland. Das ist natürlich, die anderen Sachen waren wirklich sehr snackmäßig, sehr nicht so unbedingt in die richtig gesunde Richtung. Und das hier kommt mir sehr, ich lese gerade sozial, deswegen sehr gesund vor. Ja, ich weiß nicht, was macht man mit einer Olivenpaste, Leute? Also Oliven, ja, esse ich mir auch wohl, aber ich würde nicht unbedingt auf die Idee kommen, jetzt Olivenpaste aufs Brot zu schmieren. Das wäre mir dann zu krass, bin ich ehrlich. Ja. Kannst du vielleicht irgendwo in Soßen reinrühren oder in eine Salatsoße oder sowas? Was sagt denn Pamela dazu? Bio-schwarze Olivenpaste von Pouli. Wenn eine Sache feststeht, neben Erdnüssen und Schokolade liebe ich auch Oliven, inklusive dieser Olivenpaste von Pouli. Heißt das wirklich Pouli? Ich weiß es nicht. Sie besteht aus Kalamata-Oliven, die in Griechenland ganz traditionell und biologisch abgebaut werden und schmeckt dank Knoblauch, ihr wisst, ich habe mich seit den Malediven damit angefreundet, und Oregano herrlich würzig. Ich habe sie am liebsten auf Vollkornbrot und als Soße in einer Gemüsepfanne gegessen. Wahnsinnig lecker. Okay, also wirklich direkt aufs Brot. Also dann halt wirklich, dass du halt diese Tortilla-Cracker da rein dippst oder so. Das ist mir zu krass, glaube ich. Aber in einer Gemüsepfanne kann ich mir das tatsächlich dann doch irgendwie vorstellen. Schon, ne? Sie eignet sich aber auch als Dip für Cracker. Da gibt es welche in deiner Box, alles klar. Oder für einen Antipasti-Teller. Okay. Ja, wahrscheinlich so auf Bruschetta oder sowas, ne? Ja, weil da macht man ja sonst auch so Olivenöl und so ein Kram drauf. Okay. Schmeckt gleich ein bisschen nach Urlaub. Und wer beamt sich nicht gerne für einen kurzen Moment nach Griechenland? Das Social Startup Pouli hat neben Olivenpasten auch eine Mission. Es spendet einen Teil der Erlöse an die Hilfsorganisation Medical Volunteers International und unterstützt so die medizinische Versorgung von Geflüchteten in Griechenland. Das ist schön. Okay, ja, also hört sich auf jeden Fall sehr charmant an. Im ersten Moment habe ich mir gedacht, gebe ich weiter, ne? Aber jetzt denke ich mir, ja komm, kann ich ja vielleicht echt mal ausprobieren. 100 Gramm sind hier drin enthalten. Warum nicht, ne? Das ist jetzt ja wirklich warme Jahreszeit und dann macht man halt auch mal so fancy-pansy-Geschichten. So, und ganz unten habe ich jetzt, glaube ich, als letztes Produkt, ich gucke jetzt einmal noch so durch dieses massive Krüppelpapier, das Kosmetikprodukt von Santa Verde Naturkosmetik drin. Aloe Vera Hydro Repair Gel spendet intensiv Feuchtigkeit, beruhigt irritierte Haut. Das passt jetzt einfach auch sommertechnisch. Ne? 30 Milliliter sind hier drin. Das Geheimnis der Santa Verde Kosmetik ist purer, einzigartig wirkstoffreiche Aloe Vera Saft aus unserem eigenen kontrolliert biologischen Anbau in Andalusien. Spendet intensiv Feuchtigkeit, beruhigt irritierte Haut. Also ich kann mir das halt wirklich vorstellen, dass wenn du zu lange in der Sonne gesessen hast, dass du dir das drauf machst und dass es halt sehr kühlend wirken kann. Ne? Bei Mischhaut oder fettiger Haut als Solopflege und bei trockener Haut wie ein Serum vor der Creme anwendbar. Reiner Aloe Vera Saft und Hyaluron spenden und binden intensiv Feuchtigkeit. Die Sache ist natürlich, dass wenn du, würde ich ausprobieren tatsächlich, mit Vorsicht. Ich habe bei sowas ein bisschen Schiss, dass es krümelt, aber das musste ich dann wirklich ausprobieren. Aber hört sich eigentlich gut an, ne? Für irritierte Haut. Ich habe irritierte Haut. Ich habe jetzt gerade super sensible Haut. Ich glaube, das kommt gut.
So, 29,90 habe ich für diese Box bezahlt. Habe ich hier Produkte drin enthalten, die ich gut finde. Wir haben hier schöne Food-Produkte drin enthalten. Und ich muss wirklich sagen, dass dieses Heftchen, ne, wie Pamela Reif das geschrieben hat oder wie es für Pamela Reif geschrieben wurde, ne, sehr sympathisch rüberkommen. Deswegen, also Abo läuft erstmal weiter, weil ich das gerade, also tatsächlich von den Food-Produkten her, cooler fand als die Sarah Harrison-Box. Irgendwie, ne? Also deswegen muss ich mal gucken. Vielleicht wird ja alles noch verrückter und irgendwann sage ich, nee, ich nehme nur noch die Pam-Box, aber dafür halt nicht mehr die Sarah Harrison-Box. Oder ich lasse erstmal noch beide weiterlaufen. Ich hoffe nur, dass es jetzt nicht allzu häufig vorkommt, dass da gleiche Produkte drin sind. Gut, so ein Hafer-Cookie, ne, der ist halt auch schnell weggegessen. Aber wie gesagt, ne, das wäre halt ziemlich blöd. Aber nö, also wie es im Editorial ja auch schon stand, hier ist tatsächlich hauptsächlich so Snacks gedünsten drin gewesen, was ich gut finde. Ich bin gespannt, wie das sonst wird. Also wirklich, ich bin super gespannt. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr die Box findet, ob ihr Bock auf die Box habt, dass ich die weiter auspacke und so, ne? Interessant finde ich sie auf jeden Fall. Diese Spinatchips sind der Burner. Die werden heute Abend gegessen. Mega geil. Und ja, das war's jetzt hier von mir und dem Unboxing von der Pam-Box. Ich weiß aber noch nicht für Juli, August, Juni, Juli. Ich weiß es nicht. Ich muss es noch irgendwie herausfinden. Oder ich werde es im August herausfinden, wenn die Box nochmal kommt. Sehen wir dann. Ihr Lieben, das war's jetzt hier von mir. Und wenn dir mein Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings, hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!